Iris Klein hat Freitagabend den Promi Big Brother Container verlassen. Das war für sie alles eine sehr emotionale Zeit. Vor allem ja natürlich die Auseinandersetzungen mit ihrem Ex Peter Klein, der auch im Container ist. Die Verabschiedung der beiden war sehr versöhnlich, wie wir sehen konnten. Das kam für alle sehr überraschend. Was ist da bei Promi Big Brother in den letzten knapp zwei Wochen passiert? Darüber kann uns Iris Klein selber Auskunft geben. Denn sie ist jetzt unserer Sendung zugeschaltet. Wie schön. Danke für deine Zeit. Guten Morgen, Iris. Das war ja ein wahnsinnig... Guten Morgen. Guten Morgen. Ein sehr emotionaler Abschied, sehr, sehr rührend. Was hat das mit dir gemacht? Was ist da passiert in den letzten Momenten im Container? Ja, also Peter und ich, wir waren ja in dem Container. Wir haben auch eine Aussprache gehabt, sind uns dann wieder langsam näher gekommen und dann zum Abschied haben wir uns sehr innig umarmt und das sah wirklich nach einer Versöhnung aus und das ist es auch. Und ich denke, jetzt finden wir eine Basis. Und wer hätte denn gedacht, dass Big Brother irgendwann mal hier als Therapeut arbeiten darf? Es gab es noch nie, ein Ehepaar im Container. Und ja, ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Wir drei. Das klingt tatsächlich sehr nach, nach Friedenskurs. Es gab einen Moment, da habt ihr euch bei der Verabschiedung was zugeflüstert. Ist das für die Ohren der Öffentlichkeit bestimmt? Kannst du uns sagen, was da gesagt wurde? Also er hat gesagt, mach's gut. Und ich habe ihm gesagt, alles wird gut. Das war okay, mach's gut, alles wird gut. Das sah mit Verlaub zwischendurch erstmal nicht so aus. Es gab diese Situation, da wurdet ihr in den Hot Tub gesetzt und dann ging es darum, eure Ehe die letzten 20 Jahre mal so aufzuarbeiten. Da ist nicht zu der schönen Aussprache zunächst gekommen. Da fielen teilweise harte Worte, das können wir uns kurz nochmal anschauen. Ja. Du hast mein Leben zerstört. Ich kam zurück nach Australien. Du hast mir unter den Füßen weggezogen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, du willst die Ehe nicht mehr, du beendest die Ehe nicht. Nachdem du zugegeben hast, dass du mich belogen hast. Und dann kommst du heim und küsst dich im Fahrstuhl. Nein, ich habe mich nicht geküsst. Ich habe mich nicht geküsst. So. Und weil deine Freundin mir vorwirft, das wäre alles geplant. Das hast du schon wieder. Eine Trennung, da gehören zwei dazu. Aber ich akzeptiere diese dritte Person nicht, die sich in unsere Ehe eingepresst hat wie eine Zecke. Das ist tatsächlich schon ein interessantes Stichwort, weil Yvonne Wölke natürlich auch im Container immer wieder Thema war. Und tatsächlich, kleine Überraschung für dich, Iris. Yvonne sitzt heute Morgen auch hier bei uns auf der Couch. Guten Morgen, Yvonne. Guten Morgen. Danke, dass auch du die Zeit findest. Wie hast du denn diese letzten knapp zwei Wochen von außen betrachtet erlebt, was da im Container los war? Also ich muss sagen, die zwei Wochen waren schon sehr hart. Iris hat ja gesagt, sie lässt die Bombe im Haus platzen. Aber ich habe das Gefühl, die Bombe ist hier draußen geplatzt, weil irgendwie ist alles so auf mich eingestürzt, der ganze Hate. Und ich muss sagen, ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr hören und auch nicht mehr ertragen. Weil es wird immer schlimmer und ich bin so froh, dass ich diese Umarmung zwischen den beiden gesehen habe. Und ich hoffe einfach, dass diese Umarmung ehrlich ist und dass sie sich wirklich irgendwie aussprechen können, auch privat, ohne Kamera, ohne Social Media und dass sie wirklich eine Basis finden, miteinander zu sprechen. Auch das klingt ja tatsächlich sehr versöhnlich. Frage an euch beide oder an dich, Iris, ist das der Moment für eine Versöhnung? Wie geht's denn jetzt weiter, wenn das ganz echte Leben außerhalb eines Fernsehcontainers jetzt wieder stattfindet? Ja, da muss ich Yvonne wirklich recht geben. Es ist jetzt an der Zeit, dass Ruhe ist. Ich denke, alle Parteien sind wieder glücklich. Und es ist ein Happy End. Und der Rest regeln dann wirklich nur noch die Anwälte. Das hätte ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Ich hoffe auch sehr, weil ich habe gestern schon wieder so ein doofes Interview gehört, so ein Podcast von Blitzlichtgewitter. Sorry, dass ich jetzt wieder Werbung mache. Und ich dachte so, nee, bitte nicht. Warum geht es jetzt wieder von vorne los? Was ist da passiert? Kannst du uns Ja, ich will es gar nicht erwähnen. Ich will einfach nur Ruhe in meinem Leben haben. Und ich hoffe einfach, dass Iris das auch annimmt, auch die Worte, die Peter zu ihr gesagt haben, dass sie ihm vielleicht auch zuhört und nicht wieder das Ganze, weil das ist Blitzlichtgewitter, das Interview, das war wieder alles wieder von vorne, wo ich dachte so, oh mein Gott, nee, ich habe schon wieder ein Déjà-vu. Ich bin einfach nicht verantwortlich für die Ehe, ich bin auch nicht verantwortlich für die Eheprobleme, die sie beiden haben und ich werde immer verantwortlich gemacht für die Probleme und ich bin es langsam leid. Ich stehe am Pranger, alle lassen ihre Wut an mir aus, aber ich finde,
man muss auch mal den Fehler bei sich selber suchen und nicht immer bei anderen. Und ich habe das Gefühl, dass es im Moment wieder passiert. Und ich hoffe einfach, dass die beiden sich aussprechen können. Das ist mein Wunsch. Die beiden sollen sich aussprechen. Bei dir höre ich aber doch eine ganze Menge Frust da noch raus. Was wäre denn dein Wunsch für diese Dreierkonstellation, dass das mal auf einen guten Weg kommt? Es ist für mich kein Frust, aber genauso wie Iris leidet darunter. Und es tut mir auch wirklich leid, dass sie darunter leidet. Aber ich kann ja nichts dafür. Ich meine, die beiden müssen ihre Eheprobleme selber lösen können. Aber ich werde hier in eine Sache reingeprägt, wo ich sage, ich kriege den ganzen Hass von außen ab. Und ich kann auch nicht mehr. Wir sind alle sensibel. Jetzt ist die Weihnachtszeit. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Und ich muss sagen, die Zeit, die war sehr, sehr schlimm. Alles, was Iris dort erwähnt hatte, auch meistens auch so Unwahrheiten. Aber ich verstehe es auch. Sie ist traurig, ihre Ehe nach 20 Jahren, das konnte ich mir auch immer wieder anhören oder so. Wer weiß, wie wir alle reagiert hätten. Aber es sind auch wirklich Unwahrheiten, die sie verbreitet über mich. Und umso mehr Unwahrheiten sie verbreitet hat, umso mehr Hass habe ich abgekriegt. Also ich musste mich jetzt wirklich eine Woche verstecken, sage ich jetzt mal, weil alles auf mich eingeprescht ist. Und ich muss sagen, die ganzen Leute um uns herum, es macht uns ja nicht, also es wird ja nicht einfacher. Auf einmal wollen sie alle wissen, wie die Ehe von Iris und Peter war. Alle mischen sich auf einmal ein, alle kennen mich auf einmal, alle haben eine Meinung dazu. Und das ist, glaube ich, das Schwierige daran. Und ich verstehe auch Iris, ja, dass sie auch beeinflusst wird von anderen Leuten. Ich werde ja auch gerade beeinflusst von anderen Leuten. Und ich finde, man darf sich nicht mehr beeinflussen lassen von anderen Menschen. Die letzten Worte von dir, Iris. Bist du bereit? Setzt ihr euch mal an einen Tisch gemeinsam? Oder muss man auch ganz klares Kopfschütteln? Aber auch du wünschst dir Ruhe. Also ich bin der Meinung, die Ehe zwischen mir und Peter, das sind zwei Personen. Und mein Freund hält sich komplett raus über den hörst du nichts, siehst du nichts, weil er immer sagt, das ist euer Ding. Macht es beide alleine aus. Aber er wird ja auch nicht erwähnt in der Ehe. Du ziehst mich ja immer mit rein, Iris. Auch im Big Brother Haus. Das Thema. Ist unsterblich, ist nicht verliebt. Dann klärt doch dies. Ja, aber dann sag doch nicht immer, dein Freund mischt sich nicht ein. Das ist immer so ein Vorwurf, wo ich denke, ja, er kann sich auch gar nicht einmischen, weil er gar nicht mittendrin ist. Aber du ziehst mich halt immer mit rein. Ich auch niemals Fernsehen setzen und ein Interview über unsere Ehe geben. Ja, aber Iris, du hast kein anderes Thema gehabt bei Big Brother, außer über mich hin, also ja, über mich schlecht zu reden. Und das finde ich halt sehr traurig und sehr schade. Das ist tatsächlich, dieses Gespräch fing wahnsinnig versöhnlich an. Am Ende ist da aber wahrscheinlich doch noch ganz, ganz viel, was da steckt, was vielleicht auch... Das Thema ist schon erledigt. Es ist erledigt, gut. Es klingt von außen betrachtet es ist mit Verlauf. Sache zwischen mir und Peter alles. Und sonst ja. Niemanden. Okay, dann würde ich dich bitten, mich einfach nicht mehr zu erwähnen, auch nicht sagen, dass ich Peter ausnutze wegen dem Bekanntheitsgrad, weil es ist wirklich Comedy pur, sage ich jetzt nur dazu. Und einfach nicht meinen Namen erwähnen, auch nicht bei Blitzlichtgewitter oder irgendwelcher Interviews. Ich wünsche mir einfach Frieden und ich hoffe, die beiden kriegen das endlich. Da haben wir doch einen Deal. Ja. Die Zuschauer können das ja beobachten. Iris Klein, ganz lieben Dank. Für deine Zeit, Yvonne, auch, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Ich wünsche euch, und das meine ich wirklich genauso, eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Ja. Kommt zur Ruhe. Dankeschön, dir auch. Danke. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.